Es war mal ein Mädchen, das hieß Luise. Luise war oft traurig. Auf dem Spielplatz war sie allein, zu Hause und auch sonst, denn Luise hatte keine Freunde. Die Kinder machten sich über sie lustig, weil sie anders aussah. Das verstand sie nicht. Luise kam aus einem fernen Land und verstand noch nicht ihre Sprache. Eines Tages ging sie am Spielplatz vorbei und sah einen Jungen allein auf der Wippe sitzen. Der Junge sah Luise und sprach sie an, aber sie verstand ihn nicht. Sie spürte, dass der Junge sie nicht ärgern wollte und setzte sich zu ihm auf die Wippe. Zusammen wippten sie eine Weile und drückten ihre Freude durch ein Wort aus. Yippie! Dabei bemerkten sie ihre gemeinsame Sprache und wurden Freunde.